Der Montag ist zwar rum, aber die Restwoche ist nach wie vor wie angestemmt. Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional am Montag, den 20. Juni. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Hallo, guten Abend und Glück auf. Die Älteren unter Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, kennen den Begriff einer Lehrwerkstatt noch aus DDR-Zeiten. Ausbildung und gleichzeitig Bestandteil der Produktion zu sein, das war das Ziel dieses Miteinanders. Damit erhielten die Lehrlinge noch eine praxisnahere Ausbildung. In einem Marienberger Unternehmen bei Meyer Drehtechnik wird dieses nun wieder mit Erfolg praktiziert und Frank Langer hat sich das mal angesehen. Die klassische Lehrwerkstatt kehrt zurück. So hat man hier und da wieder den Eindruck. Zuletzt konnte man eine solche bei der Meyer Drehtechnik beim Tag der offenen Tür entdecken. Das Unternehmen mit derzeit 180 Mitarbeitern inklusive Lehrlinge ist diesen Schritt gegangen, um mit der Zeit zu gehen. Die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften soll entsprechend den Bedürfnissen des Betriebes stattfinden. Hier stehen Maschinen, auf denen haben Sie selber auch mal gelernt, oder? Ja, ist korrekt. Ich habe 1988 den Beruf Facharbeiter für Werkzeugmaschinen gelernt und das waren genau an solchen Maschinen, habe ich meine Grundausbildung gemacht. Für das erste Lehrjahr ist dieses Lehrjahr, wo die Grundausbildung Metall gelehrt wird. Konventionell drehen, konventionell fräsen, bohren, anreißen, Blechbearbeitung. Das können wir jetzt hier selbst darstellen und sind ein bisschen stolz drauf, freuen uns. Hier hinten kann man auch einen Standort sehen, da wird noch gehämmert und gefeilt. Das gehört zur Grundlage. Das gehört zur Grundlage, klassisch. Viele Metaller kennen es von früher. Es wird klassisch bei uns auch der Hammer noch gefeilt und hergestellt. Das ist einfach, wo hat sich früher schon erwiesen, dass es gut ist und wir machen es nach wie vor. Daniel Siegert war im letzten Jahr selbst noch Lehrling und ist inzwischen zum Ausbilder im Unternehmen geworden. Ich leite hier die Ausbildung der Spannungsmechaniker im Haus. Das ist hier unsere Lehrwerkstatt, wo die ganzen Grundfertigkeiten der Lehrlinge ausgebildet werden. Sprich, sieht man hier hinten schön feilen, bohren, Gewinde schneiden und Gewinde drehen. Dann, wenn diese Grundfertigkeiten sitzen, werden die Lehrlinge hier an die Maschinen gestellt zur konventionellen Fräsbearbeitung und zur konventionellen Drehbearbeitung. Da werden die Lehrlinge auf die Zwischenprüfung vorbereitet und nach der Zwischenprüfung werden sie dann durch einen Verbundpartner in der CNC-Maschine ausgebildet. Das können wir hier im Betrieb leider nicht machen. Und die Lehrlinge werden hier in der Produktion eingesetzt, um die ganzen Maschinenabläufe von Anfang an kennenzulernen, um Prozessabläufe kennenzulernen und um sich hier im Betrieb gut einzufinden. Derzeit haben wir 10 Lehrlinge im Unternehmen bei uns, davon 8 Spannungsmechaniker, eine Logistikerin und einen Fachinformatiker. Wie ist das, so eine Ausbildungsstätte, so eine Ausbildungswerkstatt zu haben? Ist das eine gute Grundlage, um die Lehrlinge an die Arbeit heranzuführen? Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage, weil die Lehrlinge von Anfang an hier im Betrieb sind und den Betrieb kennenlernen und natürlich auch an unseren Maschinen ausgebildet werden. Heutzutage gehören viele Aspekte zur Gewinnung von neuen Fachkräften. Ausbildung stellt mitunter die Weichen für wichtige Grundlagen dazu. Immer mehr Quereinsteiger müssen zudem qualifiziert werden. Gut, wenn man da als Unternehmer selbst den Rahmen dafür schafft. Eine Lehrwerkstatt kann da ein Weg sein. Viele Unternehmen richten inzwischen wieder solche Plätze ein. Auch im Erzgebirge geht man dazu wieder über. Ja, die Meyer Drehtechnik Marienberg gehört auch schon länger zu den Botschaftern des Erzgebirges, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und am vergangenen Freitag wurden im Rahmen der Sommerlounge in Olbernhau-Grüntal die neuen Botschafter des Erzgebirges ernannt. Wer zu den neuen gehört, hat Günter Langer in Erfahrung gebracht. Matthias Liske, Geschäftsführer des Regionalmanagement Erzgebirge, verlas die Namen der 4 neuen Botschafter. Also 10 werden Botschafter des Erzgebirges ernannt. Das Regionalmanagement Erzgebirge, das heißt die 11 größten Städte und der Erzgebirgskreis, nutzen das Botschaftermarketing, um unsere Region als Wirtschaftsstandort und lebenswerte Region noch viel besser zu platzieren. Der Sprecher des Regionalkonvents des Regionalmanagements Erzgebirge, Landrat Frank Vogel, ernennt deshalb jedes Jahr neue Botschafter des Erzgebirges. Und
Glück auf, Botschafter des Erzgebirges, Andreas Müller und Christian Müller. Herzlichen Glückwunsch den Brüdern Müller. Glück auf, Botschafter des Erzgebirges, Elke Wittig und Harald Wittig, Geschäftsführer bzw. Gründer und Gesellschafter der Wittig Elektronik GmbH Brand-Erbesdorf. Glück auf, Botschafter des Erzgebirges, nämlich der FC Erzgebirge Aue e.V. Und ich bitte nach vorn den Präsidenten Helge Lebenhardt, den Cheftrainer Pavel Dotschew, den Mannschaftskapitän Martin Mennel und den Spielmacher Christian Tippert. Also eine tolle Mannschaft, die heute in Olbenhausen da ist. Traditionsverein, der seine Wurzeln nie vergessen hat. Wir kommen aus der Tiefe, wir kommen aus dem Schacht. Tausendfach ist dieser Ruf seit 1949 durch das Stadion rund in Aue zu hören. Der FC Erzgebirge ist ein Verein, der neben einer sportlichen Topleistung die Wichtigkeit von Zusammenhalt, Verlässlichkeit und Kameradschaft vermittelt. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg, natürlich auch uns zur Freude in der zweiten Bundesliga. Botschafter. Nach dem gemeinsamen Gruppenbild erfuhren wir mehr zur Auszeichnung von Pavel Dotschew. Ja, ich freue mich sehr. Ich glaube schon, dass wir auch als eine Mannschaft, als ein Verein auch viel vermieten können nach außen und dass wir auch Sympathie bundesweit auch gewinnen können. Und das ist auch das Ziel. Und dass wir heute auch diese Auszeichnung bekommen haben, das verpflichtet uns umso mehr und das freut mich natürlich sehr. Das Erzgebirge war nicht nur in der Vergangenheit maßgeblich am Ruhm und Erfolg Sachsens beteiligt, sondern auch in der Gegenwart spielt der wirtschaftliche Erfolg unserer Region eine große Rolle, und zwar auch über die Grenzen unseres Freistaates hinaus. Landrat Frank Vogel hatte in seiner Rede zur Sommerlounge genau dieses thematisiert. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der erzgebirgische Wirtschaftsstandort ist nach wie vor vielseitig und leistungsfähig. Wer weiß das besser als Sie, wie Sie heute Abend hier gekommen sind? Das zeigen viele Erfolgsgeschichten, viele Auszeichnungen, die wir in den letzten Jahren hier in das Erzgebirge holen konnten. Ich denke nur an den Unternehmer des Jahres, der dreimal in Folge in das Erzgebirge gegangen ist. Ich denke an den Gründerinnenpreis Sachsen, der auch zum dritten Mal, wenn ich es richtig gezählt habe, hier ins Erzgebirge gegangen ist. Also das ist doch ein Zeichen, dass wir hier eine sehr gut funktionierende Wirtschaft haben, dass wir ein leistungsfähiger Wirtschaftsstandort sind. Wirtschaft und Kommunen, wir alle sind gemeinsam gefragt, unsere Erfolge, unser positives Image, das wir haben, nach innen und nach außen zu tragen. Und ich sage ganz bewusst nach innen und nach außen. Weil mir tut es manchmal leid, wenn ich in einer Diskussion bin, wie viele Menschen eigentlich nur herummägeln in dieser Region, wie schlecht es uns eigentlich geht, ohne zu wissen, wie es uns wirklich geht im Vergleich zu anderen. Und ich glaube, dass wir auch im Innenmarketing noch manches ändern müssen, etwas mehr Stolz auf diese Region, auf diesen Standort auch am Ende entwickeln müssen. Nur wenn ich stolz auf mich selber bin, dann kann ich diesen Stolz auch überzeugend nach draußen tragen und kann auch andere davon überzeugen, dass es sich lohnt, hierher zu kommen, hier zu investieren oder hier zu leben und zu arbeiten. Auch in anderer Hinsicht war am vergangenen Wochenende viel los, liebe Zuschauer. Hier ist unser Blick in den Polizeibericht. Drehbach, Crossmaschinen gestohlen. Zwei Crossmaschinen KTM sind am Samstag zwischen 3.15 Uhr und 5 Uhr im Ortsteil Venusberg gestohlen worden. Die Maschinen vom Typ 300 EXC und 350 EXCF waren in einem nahe der Plattenstraße in Höhe der Herolderstraße aufgestellten Pavillon mit Schlössern gesichert abgestellt. Die Geländemotorräder haben einen Gesamtwert von ca. 15.500 Euro. Der Schaden durch das Aufschneiden der Pavillonwand
fällt dagegen eher gering mit 100 Euro aus. Drehbach, von der Fahrbahn abgekommen. Ein Pkw Audi Fahrer 24 befuhr am Samstag gegen 18.10 Uhr die Ehrenfriedersdorfer Straße in Richtung Venusberg. In Höhe Hausgrundstück 5 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Grundstückseinfriedung. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Marienberg, im Kreuzungsbereich gestürzt. Ein 37-jähriger Radfahrer befuhr am Samstagabend gegen 19.10 Uhr die Katharinenstraße. Im Kreuzungsbereich Katharinenstraße-Wolkensteiner Straße stürzte der Radler aus bisher unbekannter Ursache, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Zudem stand der Mann unter Alkoholeinfluss wie ein durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Wert von 2,2 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ein Radler mit 2,2 Promille? Hat so ein Getränk nicht üblicherweise 2,5? Hier sind die Blitzer. Die Geschwindigkeiten werden morgen am Dienstag unter anderem an der B101 zwischen Mittelseida und Forchheim kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen, also genau da, wo der dunkelgraue oder hellgraue Caddy gesichtet wird. Und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas. Ja, man munkelt, der Sommer würde Einzug halten. Hier ist das Wetter. Der Sommer ist da, liebe Zuschauer. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel wieder leicht bewölkt und sollten Sie einen dünnen Schlaf haben, dann sind Sie jetzt wieder die nervenaufreibenden Nächte, denn es ist Vollmond. Ja, beim Schlafwandeln müssen Sie keine Regenjacke anziehen, denn es wird bei einem zu erwartenden Niederschlagsrisiko von nur 25% trocken bleiben. Die Temperaturen sind dafür wieder sehr angenehm. In Olbernhau gibt es zwischen 13 und 15 Grad, in Marienberg zwischen 13 und 14 und in Zschopau gibt es zwischen 14 und 15 Grad. Der Wind weht schwach mit bis zu 10 Stundenkilometer aus Süden. Der EM-Deutschland gegen Island-Spiel Dienstag wird nochmal durchwachsen. In den Vormittagsstunden geistern noch einige Schauer bzw. leichter Regen durch unser Sendegebiet, das Risiko 90%. Dann am Nachmittag und gegen Abend sinkt das Risiko und die Wolken werden weniger. Fußballgucken im Freien sollte also möglich sein. Die Temperaturen liegen in Neuhausen zwischen 12 und 21 Grad. In Pockau gibt es zwischen 12 und 19 und in Gornau zwischen 13 und 21 Grad. Der Wind weht schwach mit 10 und in Spitzen bis 27 Stundenkilometer aus Südwesten. Der weitere Ausblick. Ab Mittwoch hält er dann Einzug, endlich der Sommer. Sonne satt bei einer leichten Bewölkung. Mit Niederschlägen müssen wir nicht mehr rechnen. Das Quecksilber klettert schon mal auf 12 bis 22 Grad bei Wind aus Süden. Am Donnerstag setzt sich dann der Trend weiter fort. Mit den Temperaturen geht es weiter nach oben. Minimal stehen 15 und maximal werden bis zu 27 Grad erreicht, liebe Zuschauer. Der Himmel ist leicht bewölkt. Es bleibt trocken. Der Wind weht aus Südosten. Ob die Wetterentwicklung weiter in Richtung Sommer geht, liebe Zuschauer, das erfahren Sie dann morgen hier bei uns. Ja, liebe Zuschauer, das war es nämlich schon wieder. Das war Megional am Montag. Und damit können wir einen dicken Haken an diesen schweren Wochenauftakt machen. Tja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir dann wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn wir Sie dann hier wieder begrüßen können. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Tschüss, bis morgen.